herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein Top 5 Video für euch. Und zwar dieses Mal meine persönlichen Top 5 Yokomaki Manga. Ja, wie immer mache ich das so, nicht 1 bis 5, sondern alle 5 einfach durcheinander, ohne zu sagen, das ist 1, das ist 5. Und dann wünsche ich euch jetzt auch ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes habe ich da Tarantaranta von Yokomaki. Das ist eine relativ kurze Reihe, ich glaube 2 Bände hat die Reihe nur. Und da geht es um unsere Protagonistin, die hat gerade ihren Bruder verloren und kommt dann auf eine Schule, beziehungsweise sieht dann an ihrer Schule einen Jungen, der ihrem Bruder sehr ähnlich sieht und bei dem sie sich dann auch direkt verliebt und versucht mit ihrem Leben wieder klarzukommen, denn nachdem sie ihren Bruder verloren hat, war ihre Welt so ein bisschen erschüttert. Und ja, findet jetzt Liebe, beziehungsweise hat erstmal diesen Jungen, der so aussieht wie ihr Bruder, bei dem sie aber nicht genau weiß, ist er wirklich so, kann sie ihn lieben, soll sie ihn lieber nicht lieben, sucht dann auch noch Freundschaften, landet da erstmal in so ein paar Zwickmühlen, was die Freundschaft angeht und hat ziemlich viele Probleme allgemein, Beziehungen zu Personen aufzubauen. An sich ist das eine super interessante Geschichte, beziehungsweise heißt an sich, das ist eine super interessante Geschichte, leider nur sehr kurz. Ich hätte mir mehr Bände gewünscht, dann hätte man das alles noch viel schöner ausschreiben können, aber auch so, auch mit den paar Bänden, ist es trotzdem eine tolle Geschichte, sehr emotional vor allen Dingen. Das war sehr, sehr oft so, dass man sehr, oh mein Gott, so dachte, oh mein Gott, das sind so traurige Momente. Sehr, sehr viele davon, sehr viel Emotion, sehr viel Gefühl und einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Nicht nur wegen der Liebe, auch so, einfach gefühlsmäßig eine tolle Geschichte und ich kann euch das nur ans Herz legen und empfehlen. Dann habe ich hier eine neue Reihe von Yokomaki und zwar Sparkly Lion Boy. Ist bis jetzt nur der erste Band raus, aber gefällt mir bis jetzt so gut. Es geht darum, dass unsere Protagonistin halt eine Liebeserklärung bekommt und eigentlich sogar keine Ahnung von Liebe hat. Sie kennt Liebe nur aus Mangas und dieser Junge, der sich in sie verliebt hat, sieht auch noch genauso aus wie ihr absoluter Favorite-Manga-Charakter. Und er hat eigentlich auch sogar keine Ahnung von Liebe. Beide sind so total naiv und unwissend und irgendwie ist das so lustig und so... Ja, ich weiß auch nicht, so anders und erfrischend, das ist einfach super genial gemacht. Auch, dass man von Anfang an so diese Liebeserklärung schon im ersten Band so hat und so, das ist absolut genial. Und ich finde den Manga super lustig, vor allen Dingen bis jetzt. Bis jetzt so gefühlsmäßig kann man noch nicht so viel sagen, also emotionsmäßig. Aber ich denke, das wird ein super toller Manga. Also mir hat der erste Band, wie gesagt, bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Und auf jeden Fall sehr, sehr lustig bisher und deswegen kann ich euch das auch nur empfehlen. Dann habe ich hier Romantica Clock, der ist ja vor ein paar Monaten erst abgeschlossen. Da geht es um unsere zwei Geschwister, also um unser Geschwisterpärchen, das sind unsere Protagonisten. Sie relativ schlecht in der Schule und lebt einfach in den Tag hinein, sehr naiv und unschuldig und eher so der Musterschüler, sehr ernst und schlau und sehr bedacht auf alles und einfach so das totale Gegenteil von seiner Schwester und also wirklich... Die beiden sind wie Feuer und Wasser und sie sieht es halt immer als Wettkampf an, gegen ihn irgendwann mal zu gewinnen, was nicht klappt. Immer ist er in allem der Beste und alle lieben ihn. Und ja, das ist einfach eine super, super lustige Geschichte zwischen zwei Geschwistern, die erwachsen werden, versuchen miteinander klarzukommen, einen Freundeskreis mit sehr interessanten Charakteren haben, die Gefühle entwickeln für alle möglichen Leute, ich darf da jetzt nicht zu viel verraten. Und natürlich die erste Liebe und ein bisschen aus dieser Naivität rauszufinden und zu raffen, was denn Liebe ist und wie man damit umgeht. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr lustig vor allen Dingen. Und zum Ende hin wird es auch teilweise sehr, sehr ernste Themen auch dabei. Und es ist ein super, super genialer Manga meiner Meinung nach. Und den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Dann ein Manga, bei dem ich glaube ich... aber sehr, sehr oft auf jeden Fall weinen musste. Ashiteruse Baby, eines von Yokomakis älteren Werken hier in Deutschland schon. Und das ist so eine schön traurige Geschichte. Da geht es halt darum, dass unsere Protagonistin ist ein Kindergartenkind. Sie wird von ihrer Mutter verlassen, nachdem der Vater gestorben ist. Die Mutter kommt nicht klar, möchte nicht... dass sie ihrem Kind wehtut und gibt dieses Kind dann zu ihrer Schwester und deren Familie. Und die Familie sagt dann, und die Mutter von der Mutter von unserer kleinen Protagonistin sagt dann halt zu ihrem Sohn so, du kümmerst dich um die Kleine, weil du bist einfach zu, unreif für dein Alter, du musst dich jetzt um sie kümmern, wir müssen auf sie aufpassen, aber du kümmerst dich am meisten um sie. Und er hat halt so gar keine Ahnung, wie er damit umgehen soll und muss halt jetzt in die Mutterrolle sozusagen reinwachsen,
ja, sein Leben umkrempeln und muss auch noch dafür sorgen, dass die Kleine sich nicht einsam fühlt und damit klarkommt, dass sie verlassen wurde von ihrer Mutter, weil es ist natürlich nicht leicht für die Kleine. Sie ist sehr traurig, hat immer bei allem Angst, dass sie irgendwas falsch macht, dass sie wieder verlassen wird. Und das ist eine so emotionale Geschichte. Ich habe so oft geweint damit. Das ist so schön, traurig, süß, lustig aber auch. Und es ist einfach so herzzerreißend, wenn man sieht, wie die Kleine halt damit umgeht, allein gelassen worden zu sein. Und das ist so, so schön gemacht. Und ich kann euch das echt nur ans Herz legen. Es ist wirklich ein ganz, ganz emotionaler, genialer Manga. Und damit sind wir auch schon beim letzten Between the Worlds. Auch eine, ja, etwas ältere Reihe schon. Also ich glaube, die kam nach Ashita Rutsu Baby und Tarantaranta irgendwann. Also ja, es geht, ist noch nicht ganz so alt. Auf jeden Fall auch eine super süße Geschichte. Unsere Protagonistin kann Geister sehen. Ist jetzt zu einem Mann gekommen, den sie gar nicht kennt. Ihre Mutter ist halt tot und ihren Vater kennt sie nicht. Und alle Leute haben halt immer so ein bisschen Angst vor ihr und Probleme mit ihr, weil sie halt die Geister sehen kann oder das zumindest behauptet. Niemand glaubt ihr wirklich, alle denken, sie ist verrückt. Und ja, wie gesagt, sie sieht Geister, kann mit ihnen reden, kann ihnen helfen. Und ja, ist auf jeden Fall eine super interessante Geschichte, die so ein bisschen ins Fantasy-mäßige meiner Meinung nach, oder ins Mystery-mäßige, ich weiß nicht genau, wie ich es einordnen soll, auf jeden Fall in eins von beiden mit reingeht, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall eine super süße Geschichte, weil unsere Protagonistin halt auch noch ein bisschen jünger ist. Sie geht erst in die Grundschule. Ja, in die Grundschule geht sie erst. Und ja, sie ist halt noch so klein und jung und hat schon so viele Probleme und so viele Sorgen. Und das ist einfach ein super interessanter Manga. Sehr viele Emotionen auch und sehr viele ernste Themen auch befassend und einfach nur genial. Trotzdem zwischendurch lustig und herzzerreißend und sogar mit ein bisschen Liebe. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Ja, das waren auch schon meine persönlichen Top 5 Yokomaki-Manga. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!